Bei welchem See sind wir jetzt? Ich stehe hier zwar nicht in Schottland am Loch Ness, aber close enough, oder? Wir sind heute nämlich auf der Suche nach einer Bestie, die genauso selten ist wie Nessie, wenn nicht sogar seltener. In Schwarzweiß 2 existiert das Naturschutzgebiet. Es ist so ein Gebiet im Endgame-Bereich und da gibt es sehr, sehr seltene Pokémon. Hier finden wir nicht nur das ominöse Shiny Maxax, sondern auch Karpador und Garados. Aber was soll an diesen Fischen so besonders sein? Naja, alle Garados und Karpador können in der Naturschutzzone Level 1 bis 100 haben. Und da ich in Platin bereits das Level 100 Karpador gefangen habe, ist jetzt wohl klar, was ich machen muss. Wir suchen uns den Prinzen des Naturschutzgebiets, Level 1 Garados. Was? Ich hasse dieses Spiel. Was soll der Kack? Ich will Level 1. Easy. Das Naturschutzgebiet erreichen wir erst, wenn wir den kompletten Einaldex gesehen haben. Und das ist schon mal eine fette Aufgabe, weil man dafür beide Versionen braucht. Ihr könnt mein fettes Video dazu übrigens hier anschauen. Ich habe nämlich alle Pokémon in Gen 5 nur im Pokéball gefangen. Und ja, wenn man dann zur Professorin geht mit einem kompletten Einaldex, gesehen zum Glück nur, nicht gefangen, dann bekommt man eben die Erlaubnis von Panaero City in die Naturschutzzone zu fliegen. Aber wie selten ist es denn jetzt, so ein Baby Garados zu finden? Man könnte jetzt denken, da es ja Level 1 bis 100 Garados gibt, ist die Chance 1 zu 100 ein bestimmtes Level zu treffen. No. Es gibt nämlich zwei Slots an Garados, die wir finden können. Der eine Slot gibt uns Garados von Level 50 bis 70 und der andere Slot gibt uns eben Level 1 bis 100 Garados. Und dieser 1 bis 100 Slot erscheint nur zu 1%. 100 mal 100 ist 10.000, also ist die Chance, ein bestimmtes Level zu finden, 1 zu 10.000. Hinzu kommt, dass Garados nur an dunklen Stellen geangelt werden können. Das sind Phänomene und Phänomene tauchen einfach bei jedem Schritt random auf zu einer geringen Wahrscheinlichkeit. Also müssen wir immer erstmal im Gebiet rumlaufen, in der Hoffnung, dass überhaupt ein Phänomen erscheint, wo wir dann angeln können. Und dort, wo wir angeln können, ist die Chance 1 zu 10.000, dass ein Level 1 zum Beispiel erscheint. Aber es wäre nicht Pokémon, wenn wir nicht eine Taktik finden könnten, die das Ganze ordentlich vereinfacht. In Platin für das Karpador haben wir Erzwinger benutzt. Erzwinger außerhalb des Kampfes sorgt dafür, dass mehr High-Level-Pokémon erscheinen. Das macht jetzt hier keinen Sinn, weil wir wollen ja ein Low-Level, und zwar das loweste Level von allen. Und außerdem, in Gen 5 wirkt Erzwinger gar nicht beim Angeln. Also wenn ihr ein Level 100 Garados oder Karpador in Gen 5 sucht, benutzt erst gar nicht Erzwinger, wirkt gar nicht. Nein, was wir brauchen, ist um einiges aufwendiger. In Einal gibt es einen Ort, ein Gebiet, den die meisten Menschen wahrscheinlich noch nicht mal betreten haben. Die Kontaktebene. Mithilfe des Sea Gears können wir diese Ebene im Zentrum Einals einfach betreten. Wie der Name schon sagt, könnt ihr in dieser Ebene Kontakt zu anderen Spielern herstellen und zusammen kleine Missionen bestreiten. In der Mitte steht der Kontaktbaum. Der wird noch ganz mickrig sein, wenn ihr das erste Mal hier seid. Doch wenn wir hier fertig sind, wird das Ding nicht mehr auf den Screen passen. An diesem Baum können wir nämlich Festival-Missionen spielen. In diesen Missionen muss man bestimmte Aufgaben innerhalb eines Zeitlimits erledigen. Trainer besiegen, gewisse Pokémon fangen oder auch, was wir oft genug machen werden, Items aufsammeln. Aber wofür müssen wir diese Mission überhaupt machen? Jedes Mal, wenn wir eine Mission erfolgreich abschließen, bekommen wir Erfahrungspunkte für unseren Kontaktbaum und er wächst. Je höher das Level von unserem Baum, desto mehr Boni schalten wir frei, auch genannt Transferkräfte. Diese Kräfte sind heutzutage vergleichbar in Gen 9 mit Sandwiches. Ne? Man macht sich ein Sandwich und kriegt dadurch EP-Bonus, Fang-Bonus und was nicht alles. Und das gibt es eben in Gen 5, das gab es in Gen 5 auch schon, nur hießen die da halt Transferkräfte. Man bekommt einen Bonus auf Shop-Sachen, dass sie billiger sind, KP auffüllen, mehr EP und so weiter. Und es gibt eben zwei Transferkräfte, die uns die Suche nach unserem Prinzen erheblich erleichtern. Aufspürkraft erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Phänomene auftauchen, klingt gut. Und Beschwörungskraft erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass seltene Pokémon auftauchen. Das hört sich noch besser an. Also welches Level braucht unser Baum, damit wir diese beiden Kräfte bekommen? Um die Chancen maximal zu erhöhen, brauchen wir die Kräfte auf Stufe 3. Dann hält die Kraft aber nur 3 Minuten lang und ich habe keinen Bock, alle 3 Minuten die Kraft neu einzusetzen oder das Spiel neu zu starten.
Und dafür gibt es dann das letzte Level, S. Dann hält die Kraft 10 Minuten lang. Dafür müssen wir unseren Baum aber auf Level 100 aufleveln. Okay, dann stürzen wir uns mal in diese Mission. Die beste Mission zum Leveln ist Nummer 3, Suche Fundsachen. Hier muss man innerhalb von 5 Minuten so viele Items finden, wie es geht. Die Items sind gekennzeichnet durch glitzernde Stellen, also nicht zu übersehen. Die Anzahl an Items, die man findet, ist auch die Anzahl an EP, die der Baum bekommt. Und man braucht anscheinend 50 EP für jedes Level, also um auf Level 100 zu kommen, brauchen wir 5000 EP. Also 5000 Items müssen wir finden. Wenn man die Mission alleine so gut es geht macht, schafft man vielleicht maximal so 25 Items zu finden in 5 Minuten. Aber wie gesagt, die Kontaktebene ist dafür da, um mit anderen Kontakt aufzubauen. Befindet sich ein anderer Spieler in der Nähe von euch, so kann dieser Spieler eurer Mission beitreten und Items mitsammeln. Und alle Items werden zusammengezählt. Das heißt, wenn ihr zu zweit jeweils 25 findet, habt ihr in 5 Minuten 50 Punkte gemacht. Zum Glück habe ich Schwarz 2, Weiß 2 und 2 DS-Systeme. Also kann ich die ganze Zeit zu zweit die Mission machen und so richtig gut Punkte farmen. Und übrigens, diese Mission kann man zu 100 machen. Stell euch das mal vor, wenn man das zu 100 macht, was da als für Punkte regnet. Aber ich weiß gar nicht, ob der DS nicht explodieren würde, wenn man zu 100 in einem System ist. Und eine Sache habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Der Baum, wie ihr hier seht, hat einen schwarzen Teil und einen weißen Teil. Wenn man mit Schwarz 2 Punkte sammelt, levelt man nur den schwarzen Teil. Ich brauche aber Level 100 im schwarzen und im weißen Teil für beide S-Kräfte. Also muss ich nicht nur 5000 EP sammeln, sondern doppelt so viel, damit ich beide Bäume auf Level 100 kriege. Zum Glück bekommt man am Ende der Mission die Punkte in der Farbe, in der man die Mission gehostet hat. Also trete ich mit meinem schwarzen Spiel dem weißen bei und erhalte so in meinem schwarzen Spiel weiße Punkte. Ich kann euch nicht genau sagen, wie lange es gedauert hat, weil ich das die letzten Wochen über immer mal wieder gemacht habe. Aber wir können es ganz einfach mit diesen Stats ausrechnen. Wenn wir wirklich alle 5 Minuten 50 EP kriegen, also ein Level, brauchen wir 8,3 Stunden für Level 100. Das Doppelte natürlich für 200 Level, die wir brauchen, und dann schaffen wir natürlich nicht immer 50 EP und vor allem sind es nicht immer genau 5 Minuten, weil wir auch erstmal nach Stratos City zurück müssen, die Mission neu starten müssen und. Deswegen, so knappe 20 Stunden sind schon rein rechnerisch. Aber dann hatte ich die beiden Transferkräfte und ich hoffe, dass sich diese Mühe gelohnt hat. Jetzt ist die Frage, um wie viel erhöht sich denn unsere Chance dank der Transferkräfte? Die Aufspürkraft sorgt also dafür, dass wir eher dunkle Stellen zum Angeln bekommen. Ich kann euch leider nicht sagen, um wie viel eher, da habe ich keine Informationen gefunden. Aber es ist auch nicht so wichtig, denn wie ihr hier seht, ich muss einfach nur maximal 10 Sekunden rumlaufen und es kommt immer sofort eine dunkle Stelle. Also Aufspürkraft auf Max ist unfassbar, wie schnell dann die dunklen Stellen kommen. Das hat sich schon mal gelohnt. Aber was ist mit der Beschwörungskraft? Die dafür sorgt, dass seltene Pokémon eher erscheinen. Und hier habe ich Informationen gefunden auf einem französischen Blog. Den lassen wir von Chrome einfach auf Deutsch übersetzen und voilà, wir haben sau viele neue Informationen. Anscheinend sorgt die Beschwörungskraft dafür, by the way im Englischen Lucky Power genannt, das ist definitiv der einfache Begriff, den ich jetzt auch öfter sagen werde, dass die Seltenheit dieser Slots sich umkehrt. Beim Angeln ist es so ähnlich, aber es teilt sich eher auf. Wir haben im ersten Slot 40%, was Carpador in unserem Fall wäre, und im fünften Slot die 1% unser Gyarados. Und mit Lucky Power wird alles zu 20%. Also Carpador geht runter auf 20% und Gyarados geht hoch auf 20%. 1 zu 500, ein Level 1, Level 100, Level 2, was auch immer, bestimmtes Level Gyarados zu finden. Das ist definitiv besser als 1 zu 10.000. Übrigens erhöht ihr auch mit Lucky Power die Wahrscheinlichkeit, ein Shiny zu finden. Und zwar zusammen mit dem Schillerpin ist es dann 1 zu 2048. Okay, aber jetzt haben wir alles. Wir haben den Zugang zur Naturschutzzone und unsere zwei geilen Transferkräfte. Jetzt geht's endlich los mit der Hand. Ich bin live gegangen mit der Erwartung, sicher mehrere Stunden an diesem Fluss hier zu stehen. 1 zu 500 ist trotzdem noch eine ganze Menge. Ich habe einen Counter eingestellt für die Anzahl an geangelten Pokémon und noch einen separat für die Anzahl der gesehenen Gyarados. Und jetzt schaut selber, was passiert ist. Wenn ein schwarzes Loch erscheint, ist da zu 20% ein Level 1 bis 100 Gyarados drin. Ich fluche, wenn ein Level 100 kommt. Don't you dare.
Garados, Level 68. Okay. Wir können halt nicht wissen, ob das jetzt ein seltenes Garados ist oder ein normales Garados. Aber die sind halt alle jetzt durch Lucky Power gleich selten oder gleich 20%. Wie war dein Urlaub? Ja, dein Urlaub. Schaut mein Patreon. Level 100! Was? Ich hasse dieses Spiel. Was soll der Kack? Ich will Level 1. Und das siebte Garados, was kommt, ist Level 100. Was sind die Odds für Level 1 Garados? Genau die gleichen wie Level 100. 1 zu 500. Tauchball. Aber Netzball passt schon sehr gut zu dem Aussehen von Garados. Aber wir probieren den einen Netzball. Ich glaube, es ist dreifache Chance jetzt mit dem Netzball, oder? Weil Wasser? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Yes. Krank. Krank. Nach dem 10. Angeln kommt ein Garados auf Level 100. Es ist genau die gleiche Wahrscheinlichkeit, 1 zu 500. Und ich habe davor sogar noch gesagt, ich würde mich so ärgern, wenn das 100er zuerst kommt. Boom. Das 10. schon. Aber ich war eben ein bisschen pisst, weil ich wollte nicht das Level 100, ich will den Prinzen, das Level 1. Also weiter geht's. Switch 2 mit extra 3DS Cartridge Slot. Level 50, schöne Mitte. Ich meine, das war der Beginn des Schiller-Pins und alles. Das war der Beginn, wobei es gab schon früher Shiny Methoden. Level 18! Oh. Ich würde ja sagen, wir nähern uns an, also funktioniert das Ganze nicht. Hier in der Ecke Platz für eins. Zwölf! Zwölf! Oh boy! Verdammt, Sinkmühle. Hast du das überprüft? Ja. Jagt mich nicht. Ich bin noch voll mit Schokri. Eins! What? Ich dachte gerade, ich sehe eine 10 oder eine 11. Eins! Habe ich gedrückt? 38? 73? 38? Easy! Geschenktes Video. Aber kurz hinsetzen und nach einer Stunde und 16 Minuten kommt Level 1 Garados. Ich kann mich nicht beschweren. 73 mal die Angel ausgeworfen und nur 38 Garados gesehen und dann schon das Level 1? Ich war hin und weg. Ich hab's nicht gecheckt. Das ist unfassbar. Level 100 bei 7, 38 Level 1, männlich. Mwah. Okay, seid ehrlich, was macht mehr Sinn? Meisterball, weil Level 100 Carpador war im Meisterball, jetzt Garados Level 1 auch im Meisterball, Meister der Meere, oder ein Pokéball, weil es Level 1 ist? Ich hasse den Ball auch, aber es ist halt so besonders. Wir machen Meisterball. Ja! Gott, war das einfach. Und ich hatte so Angst davor. Ich meine, es könnte auch noch so viel länger dauern. Aber laut meinen Berechnungen und den Websites war die Wahrscheinlichkeit 1 zu 500. Bei jedem dunklen Fleck. Hat es sich jetzt gelohnt, Lucky Power S zu machen? Stundenlang Lucky Power S zu grinden? Auf Home transferieren ging dann wirklich ohne Probleme. Das wäre auch eine Frechheit gewesen, wenn Ilka das verkackt hätte. Und da sind die beiden, Level 1 Garados und Level 100 Garados. Das war's. Ich meine, ich wollte mal was anderes ausprobieren und zu so einem Loch rauszufahren, tatsächlich eine Stunde, um Intro und Outro für ein Garados-Video aufzunehmen. Wir waren an vier anderen Lochs und da konnte man überall nicht hin oder waren sau viele Menschen, die gebadet haben. Aber das ist doch ganz schön. Und ich weiß, es ist nur ein Garados und kein krasses, seltenes Shiny, aber ich habe euch vorgerechnet, es ist eigentlich seltener als ein Full-Odd-Shiny. Ich meine, 1 zu 500, ich hatte trotzdem unfassbares Glück mit den zwei, die sauschnell gekommen sind. Was kennt ihr noch für vergleichbare Hands? Mir fällt noch ein Brutalander, ein Usum mit der SOS-Methode, das kann irgendwie Level 12 sein. Aber komm, Level 1 ist schon nochmal geiler.
Und zum Ende noch vielen Dank an meine Patrons. Vor allem Shoutout an TZ, Daniela, Sean, Butters, Megumina, Jonas, Devilbee, Linky, Dominik, JGamer, Robin, Superfilm, Mika, Manic, Matthias, Majora, Menemon, Azrael, Mariko, Itako, Danuva, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Brian, Hamke, der Farsky, Eva, Del Prani und Henriette. Okay, jetzt ist es langsam echt ein bisschen zu lang zum Vorlesen. Ich lasse mir was einfallen. Vielen, vielen Dank euch und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.